Oh yeah, Elektroschrott. Huh, die beste Ehefrau von allen nennt, wie viele Leute in unserer modernen Zeit, ein Telefon ihr eigen. Und wie viele Leute in dieser modernen Zeit ist die beste Ehefrau von allen bisweilen wat schusselig. Naja, es mag ja wasserdicht sein, aber naja, mit der Sprungfestigkeit der Rückseite ist es nicht weit her. Also übrigens ein Sony Xperia Z3. Witzige Anekdote, die Frau von Dave Jones, den ihr hoffentlich auch alle kennt, ja, die hat neulich ihr Sony Xperia Z3 zerlegt, bei der war die Vorderseite gebrochen und Dave hat ein neues Glas eingebaut. Ich find's amüsant, dass just jetzt auf mich die Anforderung zukam, meine handwerklichen Fähigkeiten ebenfalls in den Dienst der Sache zu stellen. Na, schauen wir mal, ob ich es hinkriege, oder? Ja, als erstes muss man das Ding hier heiß machen, weil dummerweise ist das alles geklebt. Sprich, ich werde jetzt den Stifttoaster mal nehmen, ihr hört den da vielleicht im Hintergrund schon rauschen, und mal versuchen, das Ding so lange bei 150 Grad zu backen an den Rändern, bis der Kunststoff da einigermaßen abgeht. Ja, wenn der wenn der einigermaßen so, ne, so, ja, einigermaßen weich ist, dann nehme ich den Pöppel hier, der ist normalerweise dafür gedacht, dass man so Halogenbirnchen damit aus den Lampen rauspöppelt. Und dann muppel ich den da drauf und dann schauen wir mal, ob man mit entsprechendem Ziehen das Teil abkriegt. Wie gesagt, Dave Jones hat es neulich vorgemacht. Das ist mein großes Glück, weil der nämlich schon mal gesagt hat, was ich so an Temperatur anstellen soll. 150 Grad, sagt er. Na gut, dann machen wir 150 Grad, wa? Ich denke, es ist Zeit für den ersten Versuch. Naja, das hilft mir überhaupt nichts. Ich gebe dir mal ein bisschen mehr Power, nicht sehr viel. 175 Grad und ein bisschen mehr Airflow. Noch ein Versuch. Das Hauptproblem ist, dass der blöde Pöppel einfach auch nicht richtig hält, weil das Ding gesplittert ist. Das ist schwierig. Deswegen versuche ich mal, ob ich da vielleicht mit meinem Haken runterkomme. Das ist einfach noch total fest. Das ist das Schöne daran, wenn man es sowieso nicht reparieren kann, weil also die Rückseite hier ist eindeutig in Morse. Da kann ich auch ein bisschen Gewalt anwenden. Okay. Das Mistding ist offensichtlich hier an der Rückseite auch noch mit dem Akku verklebt. Das macht es nicht einfacher. Und Sony kriegt von mir klar 0 von 100 Punkten für vernünftige Disassemblierbarkeit. Das ist hier kein Spaß. Aber zum Glück, wie gesagt, ich kann es kaputt machen, es ist ja sowieso hin. Okay, heißer Tipp, wenn ihr das mal auseinandernehmen müsst. Unten ist es mit dem Akku verklebt, oben ist es lose. Also man sollte erst oben anfangen, dann kriegt man es definitiv leichter ab. Fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Hier ist jetzt alles voll mit Glas und Metallsplittern. Es ist die Pest, diesen Mist abzukriegen. Ich sag's euch gleich. Hass auf Sony, Hass auf Sony, Hass auf Sony. Ja,
allem, weil ich hier auf dem Akku auch nicht volle Möhre rumschreddern will, auch mit der Hitze nicht. Das heißt, hier muss ich jetzt ganz vorsichtig mit geringer Temperatur, ich bin jetzt gerade so auf 80 Grad, mit einem stumpfen Werkzeug versuchen, das irgendwie abzuprokeln. Na super. Der Typ, der das Befestigungspatent hier erfunden hat, ja, der sollte sich unbedingt von mir fernhalten. Der Aste ist ab und ich hab's nicht mal kaputt gemacht. Ein super Tipp für euch. Spritzer Isopropanol löst die Klebeverbindung zwischen dem weißen Zeug und dem oben drüber. Da hätte ich auch eher drauf kommen können. Was für eine elende Seuchenscheiße. Ich will nicht wissen, wie man das Mistding da jemals am Stück hätte abkriegen sollen. Also, ich weiß es einfach nicht. Naja, ich meine, es ist jetzt soweit, gedingst. Jetzt kann ich es erstmal sauber machen. Es ist nämlich voller Glassplitter, wie alles hier. So, und jetzt noch hier Druckluft, denn es saugt und bläst. Der Zappesmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Ja, bevor der Kleber dran war, mache ich jetzt mal mit Isopropanol noch ein bisschen sauber. Kleiner Tipp, wenn ihr so eine Klebekante habt und noch nicht wisst, ob da noch ein Kleberrest ist, mit einem trockenen Wattestäbchen drüber fahren. Dann bleiben da, wo noch Kleberreste sind, Watteteile hängen. Und dann könnt ihr das mit Isopropanol anfeuchten und dann richtig sauber machen an den Stellen. Das Biest ist jetzt gereinigt. Es sollten keine Glassplitter mehr drin sein. Und wir können jetzt dazu schreiten, endlich mal was zu reparieren, statt nur zu zerstören. Und zwar ist dafür im Haushalt bereits eine geeignete Ersatzrückwand für dieses Mobiltelefon vorhanden. Die sieht so aus. Und für alle, die jetzt irgendwie umeinander dödeln, von wegen, ne, musstest du wieder beschaffen, hat die Frau bla 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 und so weiter. Nee, die hat die Frau beschafft. Ich habe nur gesagt, ich kümmere mich darum, das irgendwie dran zu kleben, aber besorgen musste ich da nichts. Jetzt schaue ich erstmal, ob es wirklich die richtige ist, ob die passt. Ja, die passt erst rein. Und dann würde ich sagen, entfernen wir doch mal die Schutzfolien von dem Ding und befestigen es. Jetzt kommt der Augenblick der Wahrheit. Es macht wirr. Ich habe ein Bild. Ich würde sagen, Operation gelungen, Patient lacht. Also mal ganz unter uns, Leute. Wenn die Truller, ja, hier ihren Japsenklotz nochmal falten lässt und das Ding hinten splittert, dann repariere ich es mit Sprühkleber, den ich da reinsprühe, weil die Scheiße, die tue ich mir nicht nochmal an. Alter Falter, ist das Ding räudig aufzumachen, ja. Aber hey, es funktioniert wieder hier. Wir haben auch Bild und den ganzen Kram. Ich habe die Frontscheibe nicht allzu sehr zerkratzt und ich würde sagen, das ist meine erste gelungene Elektrogeräte-Reparatur, auch wenn ich im Grunde genommen nichts mit der Elektronik gemacht habe. Ansonsten, thanks to Dave Jones. Dave, man, without you, I wouldn't have known how to open this piece of crap. So, thanks a lot and greetings to the wife. Und was euch alle anderen angeht, kann ich nur sagen, tschüssing. Einen habe ich noch, nur so, falls es keiner gemerkt hat, aber das war jetzt der 100. Elektroshot und mein 150. Upload bei YouTube. Ich hatte mich schon gefragt, ob ich eine neue Spezialfolge irgendwas machen soll, aber ich habe mir gedacht, es ist ja eh nur dasselbe wie immer. Ja. Bei 1000, ja, bei 1000. Da gehen wir los, aber vorher nicht.